Leute, Planeten, Steuern, Smash! Ihr wisst, um was es jetzt geht. Leute, mir ist wieder was passiert. Aufnahme gestartet, Facecam mich an. Und die Aufnahme war halt so geil, Ich kann es nicht reproduzieren. Ich will es auch ehrlich gesagt nicht reproduzieren. Deswegen, le Gesicht als Thumbnail da oben dann. Ne? Sorry, geht leider nicht anders. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal die anderen Werkzeuge aus, das das Spiel uns bietet. Also, dann nochmal rein in Planet Smash. Also, ich würde mal sagen, warte, pass auf, wir ändern jetzt das Ganze mal so. Lass mal ein bisschen Kontrast haben zu den anderen Hintergründen, weißt. Also, was haben wir jetzt so alles Schönes? Lightning haben wir schon probiert, das war schön. Was haben wir jetzt? Wow! Okay, wir haben jetzt erstmal 342 Millionen Leute to the other side geschickt, sozusagen. Aber jetzt wird's gleich lustig. Ja, lustig nicht. Ich hab gedacht, das klingt jetzt lustiger. Also es geht schon irgendwie durch das Geschoss, aber es ist laut im Headset. Ja. Okay. Du dringst mit der Waffe nicht durch die Erde durch. Da haben wir ja unsere Raketen. Kann man jetzt mittlerweile mehr... man kann nur 100 machen. Wieso kann man nur 100 machen? Ich meine, ja, Donut, willkommen zurück! Ah, ich hab meinen Donut wieder. Aber weißt du, mit 100... Warte mal. Ja, also das geht relativ gut mit den... Ja, das geht ja recht gut. Neustart, Reset Planet, I need this. Das haben wir schon gehabt, das war puff. Das war das. Was haben wir hier? Das sieht ziemlich cool aus. Oh, da passiert noch mehr. Alter! Nochmal! Diesmal das Ganze in Zeitlupe. Ja. So. Mini-Zeitlupe. Ich muss mir das in Zeitlupe anschauen. Sieht's? Bald ist wieder weg. Wow, das sieht schon nice aus. Also so kleines Löchel und dann kommt der Mega-Knall. Fliegt alle mal schnell auf den Mars, solange es mich noch gibt. Du brauchst sehr lange, bis du dir auch... So, jetzt. Jetzt passt er genau auf das hier auf. Hier unten. Pass auf. Warte, ich geh mal... Oi. Alter, da ist ein Wumms drin. Und siehst einfach, wie die Erde kaputt geht. Du siehst es einfach, wie... Ah ne, dann ist die Zahl weg. Du siehst halt einfach, wie er sagt, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Geht's alle zum Mars? Er geht. Nicht fliegen oder so, ihr geht's zum Mars. Wie die Erde einfach ausgelöscht wird, hey. Und... Flupp. Das ist eine sehr kraftvolle Waffe. Warte. Da! Jetzt habe ich irgendwie, keine Ahnung, Kügelchen. Okay, was haben wir eigentlich noch so für Effekte? Effekte? Ja, das sind Special Effects! Wie man die Erde zerstört, hey, das ist alles so CGI! Das haben wir schon gehabt? Was ist das? Okay, rattert es einfach nur durch die Erde durch? Oh, ich habe zwei gestartet. Ja! Die rattern einfach nur durch die Erde durch, koste was es wolle! Kommen die auch irgendwann wieder hin? Ja, die kommen schon irgendwann hinten raus. Oder irgendwo unten, weißt? Wo seid ihr? Hallo? Wo seid ihr? Ah, da. Flupf! Da kommt Nummer 1 raus und da kommt Nummer 2 raus. Nett. Ja, die Erde sieht ein bisschen wenig begeistert aus. Aber wie viele, warte mal. Warte, wie viele kann ich davon beschwören? Das wird mich jetzt interessieren. Wie viele kann ich beschwören? Hören. Einen. Oh ne, da unten sind welche. Oh, da sind. Warte mal. Ja, ein paar würde ich sagen. So. Komm, fahrt mal durch die Erde durch. Die Erde ist mir noch zu schön, weil sie muss. Die muss ein bisschen leiden, muss sie. Irgendwo. Ah, da. Brupp. Ha, das bringt mir jetzt nicht den erwünschten Erfolg. Ich bin ein bisschen...
Ich bin ein bisschen, Hat nicht so geklappt, aber wir haben noch was. Wir haben dieses Gespenst. Oh, nice. Was macht dieses Gespenst? Pohoho! Die übernatürliche Faust! Da brauche ich mehrere davon. Ich brauche definitiv mehrere davon. Wenn Gespenster die Erde zerstören, irgendwas so in der Art. Übernatürliche Sachen zerstören die Erde, keine Ahnung. Lol, ich habe nur... Ah, nein, ich habe 4. Wow, sieht irgendwie aus, als... wie Reiter der Apokalypse oder sowas, keine Ahnung. Ah, die haben kein Pferd gerade dabei. Ja, das ist blöd. Sieht eigentlich schon ziemlich cool aus, wenn übernatürliche Wesen die Erde zerstören. Guys, zerstört sie die Erde, please! Zerstören, zerstören! Oh, jetzt holen sie aus, jetzt holen sie aus, jetzt holen sie aus, jetzt holen sie aus! Und... Kabau! Das ist nett. Wie halt alles kaputt geht. Aber hey, wir haben 4 schöne Löcher in der Erde und es lebt natürlich keiner mehr. Wie schaut es aus, wenn es schnell ist? Hup! Wow! Hey, wie ein Shotgun-Schuss! Geister haben keinen Bock mehr auf die Erde. Geister zerstören alles! Boah. Das ist wie, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, meine Spezialfähigkeit aktiviere und irgendwie Cheats eingestellt habe, dass ich unendlich davon habe, weißt? So fühlt sich das gerade an! Ah, ich liebe das hier gerade. Das sieht ziemlich cool aus, ganz ehrlich. Also, es gab ein paar coole Sachen hier. Wir haben, warte... Sonst haben wir, glaube ich, gar nichts mehr. Ha! Das war sehr hoch gerade, I know. Wir haben ein bisschen was, komm, zerstört sie mal. Ihr Geister, ihr kommt mit und zerstört alles. Nun. Ja, und so haben Geister diese Erde zerstört. Da weiß was. Leute, Achievement unlocked. Ich meine, ja, jetzt können wir nichts mehr von der Erde zerstören, weil die... Moment! Wo war noch ein Stück Erde übrig? Wo war hier noch Erde übrig? Kriegler an rauen Hals? Ha! Ja, den können wir jetzt nicht mehr rufen, da ist nichts mehr. Hier ist nämlich nichts mehr, was... Hier ist nichts mehr, wo man den beschweren kann. Und das ist wieder gut sein mit Solar Smash. Jetzt haben wir so ziemlich alles gesehen, was es in dem Update zu sehen gibt. Das ist ein ziemlich cooles Update. Ich hoffe, da kommen noch mehr, weil das ist schon ein recht, recht nettes Spiel. Also nee, ganz ehrlich, es ist echt ein nettes Spiel. Also ich hoffe, da viel mehr Updates, viel, viel mehr Werkzeuge. Und ich weiß nicht, wenn es da irgendwie noch Easter Eggs in dem Update gibt oder so kleine Sachen, so Secrets, die ich noch nicht entdeckt habe, mir in die Kommentare schreiben und dann könnte ich es mir überlegen, das mir nochmal anzuschauen. Und damit sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt. Danke für euch natürlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.